Hallo und herzlich willkommen zurück zu Benishas Ghosts of Eden. Auf New Eden. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unten einen ziemlich heftigen Kampf gehabt. Und ich habe ja gesagt, dass wir uns danach hier oben die Gegend mal ansehen werden. Ach, das, was so am Leuchten war, das war nur Feuer. Ich höre hier irgendwas. Ich höre hier was. Ich höre hier was. Das ist über mir, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist doch zum Schießen, so wie sich das anhört. Eine Seelenscherbe. Sehr schön. Zum Lesen ist hier leider nichts mehr. Hier können wir runter, aber den Weg kennen wir schon. Dann gehen wir mal einmal hier oben hin. Da kommen wir nicht durch. Kommen wir gar nicht rum. Achso, ich dachte gerade, da sitzt einer. Das sah gerade so komisch aus. Was ist mit dir? Oh, Moment, Moment, Moment. Da habe ich doch was gesehen. Da kommen wir doch rum. Weil die Tür war nur versperrt. Aber die Frage ist, bringt uns das überhaupt irgendwas? Ich meine, klar, wir können jetzt die Chest öffnen. Und ja, ich hasse es, immer wieder englische Wörter zu benutzen. Aber wenn man halt viel spielt, bin ich ganz ehrlich, dann hat man auch einige Ausdrücke, die man dann auch schon mal benutzt. Was nur schrecklich ist, das sind diese Möchtegern-Influencer. Egal wie viele Follower die haben, die dann da ständig nur irgendwelche Sätze auf Englisch raushauen, was dann immer so lächerlich klingt. Naja, kann ja jeder halten, wie er will. Es hilft mir aber trotzdem nicht weiter mit dem Aufzug. Was ist mit dem Aufzug hier? Moment, doch, den kann ich verwenden. Ach, der geht... Ach so! Ich wollte gerade sagen, der bringt mir doch gar nichts, das weil der war ganz geht. Gute Arbeit. Aus dir wird doch noch ein halbwegs anständiger Verbanner. Sag nicht, du hattest Zweifel. Werd nicht übermütig. Man lernt nie aus. Was ist das Wichtigste bei einer Geißel? Keine Ahnung. Weil er total angepisst ist? Das trifft aber auf die meisten Schemen zu. Eine Geißel ist immer auf der Suche nach einem neuen physischen Körper und besteht häufig aus verschiedenen Materialien. Sehr schlecht. Vielleicht würdest du eine einfachere Frage bevorzugen? Vielleicht über die Natur von Geistern? Nein! Sagen wir... Unerledigte Geschäfte, genau. Geister rauben die Essenz ihrer heimgesuchten Opfer. Manchmal, indem sie nervtötende Fragen stellen. Genau. Und manchmal geben die Lebenden Widerworte. Ja, schrecklich sowas, ne? Widerworte sind immer schrecklich. Ich bin da Experte für. Okay, ich gebe zu, beim ersten Mal habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich wollte nur einen Schluck Kaffee trinken, weil ich gedacht habe, oh ja, geil, wieder eine Szene, wo sie reden. Kannst du mal kurz einen Schluck trinken? Und dann habe ich irgendeine Taste gedrückt. Ich weiß es selber gar nicht, was ich gedrückt habe. Ah, hier ist was am Leuchten. Ach, Hallöchen. Okay. Ist hier noch was anderes? Ich höre doch... Ach, da oben. Hallöchen. Wenn sich das so anhört, denke ich ehrlich gesagt immer... Der Kundschafter. Ah, okay, ich habe ein Püppchen gefunden, so wie es aussieht. Wenn sich das so anhört, denke ich irgendwie immer, dass jetzt gleich irgendwas ins Bild reinspringt, sobald ich das erledigt habe, also kaputt gemacht habe. Ich weiß nicht warum. Ich meine, wir kennen es ja mittlerweile. So. Können wir hier noch mehr machen? Ein altes Krakenmaul. Ich bin seit meiner Ankunft in New Eden erstaunt über den Mangel an gesammelten Wissen über diese Gegend. Als würde für die Siedler die Geschichte des Ortes erst mit ihrer Ankunft beginnen. Wen wundert es da, dass sie sich angesichts unerwarteter Ereignisse oft ratlos fühlen? Denn sie können nicht auf die von Generationen zu Generationen überlieferten Geschichten zurückgreifen.
Doch sind wir weit davon entfernt, die ersten Bewohner in diesem wilden Gebiet zu sein. Daher sollten mir diese bescheidenen Seiten dienen, die Fragmente dieser unentdeckten Vergangenheit zu sammeln, die mir die wenigen Eingeborenen und Ältesten anvertrauen. Plötzliche Epidemien treten in diesem schönen Tal zum Beispiel regelmäßig auf. Meinen Nachforschungen zufolge waren sich die vielen Stämme der Bucht schon vor langer Zeit darüber einig, dieses Tal zu meiden, denn ihre Jäger und Menschen, die sich zu lange in der Nähe aufhielten, wurden oft krank. Oder noch schlimmer, sie brachten Krankheiten in die Siedlungen mit. Ihre Überlieferungen sprechen von einem versteckten und verbotenen Ort in der Mitte des Tals, der den Spitznamen das kranke Maul oder der kranke Mund trägt. Wie faszinierend. Vielleicht könnte dies das Scheitern der früheren Siedlungen erklären. Ich glaube, diese Warnungen sind mehr als nur ein Märchen. Es sind die weisen Beobachtungen historischer und sich wiederholender Ereignisse, die zu Geschichten verarbeitet wurden, wie wir es in der alten Welt tun. Diese Vereinbarung, sich vom Tal fernzuhalten, wurde laut dem einzigen Ureinwohner von New Eden ungefähr zu dem Zeitpunkt geschlossen, als die ersten Weißen auf Roanoke Island zu Land gingen. Also um 1585? Bedeutet das, dass seit mehr als einem Jahrhundert niemand mehr hier gelebt hat? Ich muss mehr darüber erfahren und über die früheren Kolonien in der Gegend. Sicherlich geht es da meinen Schülern ebenso. Deborah Comenius, Schullehrerin von New Eden, August 1687. Deborah, den Namen kennen wir doch. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier geht es doch jetzt gar nicht mal weiter, aber ich glaube, ich konnte hier unten... Oder? Konnte ich da raus? Ah ja, doch, hier. Oh oh. Das da hinten sieht mir wieder so nach Kampf aus. Vor allen Dingen höre ich ja was schlürfen. Ich habe doch gerade noch was gehört. Hm? Hier kann ich auch rum. Wo seid ihr? Seid gegrüßt. Hast du das gehört? Hier drüben. Mist, das ist eine Nebenquest. Ja gut, jetzt habe ich sie gesehen, jetzt muss ich es auch machen. Geht nicht anders. Ach da, Hallöchen. Ich glaube, wir kommen zu spät. Hast du das gesehen? Hinterher. Machen wir. Keine Freunde. Wir sind keine Freunde mehr. Achso, folgen, genau. Habe ich das jetzt? Ja, habe ich. Okay. Ah, wie ging das nochmal? So. Sie kriegen Verstärkung. War keine gute. Alles Schlaffis. Hoffe ich zumindest. Da oben. Ach da. Heißt das, ich soll jetzt rechts rumgehen oder wenn die hier steht? Oder es heißt, es ist die gleiche Höhle. Das kann natürlich auch sein. So, das Ding. Was bringt uns das, wenn wir das runterschießen? Stille und ein Lagerfeuer. Genau, was Dr. Duarte verordnet hat. Ja, hör mal auf zu heulen hier. Ich muss erstmal die Sachen einsammeln und mal eben das Lagerfeuer aktivieren. Wobei ich persönlich, ich freue mich ja bei jedes Lagerfeuer, aber es bedeutet meistens auch immer, dass ein großer Kampf bevorsteht. Deswegen, ja. Da ist auch noch was zum Einsammeln, aber die ist, muss ich da hoch? Da komme ich doch nicht hoch, oder? Sie ist draußen. Ja, dem Geist folgen, toll. Was müsste ich dann noch eigentlich hier durch die Höhle machen?
Oder nicht? Ich meine, gut, dass wir die jetzt gefunden haben, die Höhle. Immerhin konnte man hier... Oh, Hallöchen. Schon wieder so ein... dann konnte man von hier oben. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, wofür wir eigentlich das ganze Leder bzw. Fell immer sammeln. Mädel, warte, warte. Ich muss erstmal hier... LB, nicht... Das ist einfacher, wenn da L1 oder L2 steht. So, Leute. Hier unten leuchtet aber... Nee, das... Nee, das ist nur Feuer. Ich dachte gerade schon, da war nichts mehr, ne? Was ist das? Nee. Wir sind hier oben. Wie, seid gegrüßt? Seid gegrüßt! Hallöchen. Wartet! Ernsthaft. Vielleicht sollte der mal jemand sagen, dass sie tot ist. Dann wird die vielleicht mal an einer Stelle bleiben. Ist die jetzt hier runter oder ist die jetzt hinten? Ja, doch hier. Ist schon cool, ne? Muss man eher lassen. So, von da sind wir aber gekommen, meine ich. Achso, sie steht noch hier. Hier seid ihr also. Guten Tag. Mein Name ist Rebecca Hargrave. Wie kann ich euch helfen? Seid ihr diejenige, die die Wölfe anlockt? Wölfe? Welche Wölfe? Wer genau seid ihr? Ich bin Atea Duarte. Das ist Redneck Wraith. Wir sind Verbanner. Wisst ihr, was das bedeutet? Verbanner, das bedeutet, dass ihr im Auftrag der Toten mit den Lebenden kommunizieren könnt. Das gehört auch dazu, ja. Wieso? Habt ihr jemand Bestimmten im Sinn? Ferdinando Miller. Mein Fardy. Der Tod hat uns geschieden, aber meine Liebe ist stärker. Ich bin wegen ihm zurückgekommen. Ich liebe ihn so unendlich, aber er hat mich noch kein einziges Mal hier besucht. Ich muss wissen, weshalb. Nun, im schlimmsten Fall ist er selber gestorben. Wir können alles... Nee, Moment, das ist wieder... Die nächste Frage ist leider nicht sehr feinfühlig. Könnt ihr uns sagen, wie ihr gestorben seid? Wir tauschten die Zivilisation von Yuiden Town gegen die kalte Wüste Fort Jerichos. Der Weg war steil und uneben und wir trugen eine große Last. Es war die Hölle, aber wir durchschritten sie gemeinsam. Ich war irgendwann wie benommen. Danach weiß ich nicht mehr viel. Immer heftigere Schmerzen. Unkontrollierbares Zittern. Erschöpfung. Bis zum Tod. Fardy war wie immer an meiner Seite. Er hielt meine Hand. Sagte mir, ich solle schlafen. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich hier. Alleine. Okay. Wie habt ihr euch kennengelernt? Es war Markttag. Ich werde es nie vergessen. Es gab so viel Auswahl, exotische Waren. Ein Überfluss an Schätzen aus der ganzen bekannten Welt. Ich sah ihn in der Menge. Unsere Blicke trafen sich. Ich wusste es noch nicht, aber ich hatte gerade die Liebe meines Lebens gefunden. Ich konnte es mir nicht eingestehen. Anfangs zumindest nicht. Aber ich musste ihn haben. Und so kam es dann auch. Ich musste ihn haben, als ob er eine Ware gewesen ist oder so. New Eden ist groß. Wo finden wir ihn? Wir waren auf dem Weg nach Fort Jericho. Dort wollten wir einen Laden eröffnen. Es sollte ein Neuanfang werden. Für uns beide. Und jetzt ist er dort. Ganz alleine. Tja... Ich denke mal, sie hat es schon mal versucht, zu ihm zu gehen, oder? Ich bin mir sicher, er ist unglücklich.
Wenn sie das sagt, dann wird sie noch eher hier gebunden. Wenn ihr wisst, wo er ist, warum geht ihr dann nicht dorthin? Ich habe es versucht. Zunächst konnte ich ihn besuchen. In der Ruhe der Nacht, während er schlief, wachte ich über ihn. Aber jetzt hindert mich irgendetwas. Ich kann ihn nicht mehr erreichen. Ich muss wissen, dass es ihm gut geht. Wir müssen jetzt weiter. Findet ihn. Bitte. Ja, Tipp erhalten. Fernando Millers Laden suchen. In der Richtung. Nee, damit nicht, damit. Das heißt für mich, das ist, nee, Orientierungspunkt. Das ist quasi hinter uns rechts. Wenn man so will, durch den Berg durch. Oder halt eben über die Brücke. Das heißt, wir müssen ja, den Ort wieder zurück, also da, wo wir waren, wieder zurückgehen. Und dann über die Brücke gehen, wo wir sowieso entlang gehen wollten. So verstehe ich das jetzt hier. Hier konnten wir doch irgendwo, da konnten wir runter. Also nehme ich mal an, dass wir im Endeffekt jetzt auch nicht hier weiter gucken müssen oder so, sondern nur den Weg weitergehen müssen, den wir eben schon gehen wollten. Hallöchen, habe ich dich eben nicht gesehen? Ich denke ja immer, die stehen gleich auf. Ja, Moment. Das, ja, ich wollte gerade sagen, das war aber nur das zum Schweben quasi. So, das heißt, hier müssten wir jetzt theoretisch rechts und dann müsste da gleich eine Brücke kommen. Sie lernen es einfach nicht, oder? Ist ja gut. Ja, bloß nicht auf den drauf. Weißt du, du drückst dreimal, dass die angreifen soll. Und anstatt auf den drauf zu gehen, der ja direkt vorher gestanden hat gerade, haut sie erstmal fünfmal daneben. Okay, dreimal daneben. Aber ihr wisst, was ich meine. So, aber sie ist schon cool hier fürs Geistreich, muss ich sagen. Anfangs hieß es ja, sie soll stärker sein als er im Geist, also durch das Geistreich da Schaden zu machen. Da habe ich mir erstmal gedacht, so, naja, so wirklich viel stärker ist sie nicht. Aber mittlerweile doch. Was denkst du? Irgendwas stimmt hier nicht. Nenn es ein Gefühl. Nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Er hätte sie nie besucht. Wieso? War die Erinnerung zu schmerzhaft? Oder gibt es einen anderen Grund? Ich weiß nicht, ob ich jetzt da nochmal gucken soll. Aber das ist ja... Also links ist ja der Weg, wo wir herkamen. Ich glaube, hier ist aber auch nichts mehr, ne? Ja, nee, wir müssten eigentlich da durch, nehme ich mal an. Ja, ich wollte eigentlich die andere Antwort anklicken, aber war wohl nichts. Ich muss mir endlich mal merken, dass B auf der rechten Seite ist. Was haben wir denn hier? Nichts zum Einsammeln und ansonsten nur was, wo wir zurückkämen. Hier kämen wir theoretisch auch hoch. Ich meine, ich weiß, wir müssen jetzt da unten hin. Aber wenn ich sowas sehe, dann gucke ich doch mal lieber auch mal nach. Ja, der sieht ja lecker aus. Oh.
Wieso haben die gewechselt? Sie sollten nicht wechseln. Fort mit dir! Ja, ist gut. Der ist schon tot. Danke. Oh. Okay. Ich wollte doch nur gucken, ob hier oben was ist. Ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte nur einsammeln. Warum darf man dich einfach nur einsammeln, ohne die ganze Zeit zu kämpfen? Das ist unfair. Nein, okay, 345 Meter. Das heißt, irgendwas wird noch dazwischen kommen. Ich hoffe jetzt nicht nur Kämpfe, sondern vielleicht auch noch mal ein bisschen Story. Soll ja eigentlich ein sehr gutes, storybasiertes Spiel sein, ne? Leider ist im Moment mehr Kampf als Story gewesen. Das hat sich doch gerade so komisch angehört. Als ob da irgendwas gewesen ist. Es ist nicht gut, dass ein friedlicher Ort. Zu einer anderen Zeit. Vor dem Albtraum, meinst du? Weiter zum Vor. Lass uns ein warmes Feuer für dich finden. Ja, 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 Feuer wäre gut. Oder auch nicht, weil das ja, wie gesagt, öfter mal bedeutet, ne? Dass danach was Größeres kommt. Oh, ich dachte gerade, warum hat der jetzt die Waffe gezuckt, genau. Gezückt. Aber natürlich zückt er die Waffe, wenn ich vorher geschossen habe. So, da können wir hoch. Da ist nochmal ein Fragezeichen. Oh, da hinten ist auch nochmal was zum Abschießen. Da kann ich aber hier nicht durch. Da muss ich hier rum, oder? Oh, oh. Ich hab's geahnt. Aber Moment, Moment. Ich will das Ding erstmal abschießen. Muss ich dann hier hoch? Das sieht nämlich so aus. Was ist denn das jetzt? Hier ist auch noch was. Nee, jetzt sag nicht, dass es das, was jetzt da unten rumfliegt. Och nee. Moment, da kann ich aber auch noch was einsammeln. Ja, da war doch... Nee, da hinten ist das. Ich wollte gerade sagen... Komme ich da dran oder bin ich zu weit weg? Okay. Sehr schön. Hier war da. Da war noch was. Und da. Und ich befürchte, unten kommt jetzt noch ein Elite-Kampf. Oder sowas in der Art. Scheiße. Ich hasse sowas. Endlose spektrale Aktivitäten. Du hast eine endlose Ansammlung spektraler Aktivität gefunden. Diese Art Ansammlung kannst du wiederholt entgegentreten. Die Intensivität, Schwierigkeitsgrad wird sich nach jedem erfolgreichen Abschluss erhöhen. Eine endlose Ansammlung spektraler Aktivität erkennst du an der rötlichen Umgebungsfarbe. Okay. Ich will dem aber gar nicht entgegentreten. Ich meine, wir können es einmal machen. Jetzt wäre ein guter Moment, um einige Worte der Macht auszusprechen. Nur zur Sicherheit. Was? Einige Worte der Macht. Ja, ich mache doch sowieso wieder das Falsche. Endlose Ritualstätte. Jetzt habe ich aber noch nichts hier ausgesucht. Knochenfragment und Fell. Okay. Das ist anscheinend gar nicht vom Ritual abhängig, sondern davon, wo ich bin. So wie es aussieht. Verband ist schneller wieder einsatzbar und verursacht mehr Schaden. Ich vergesse es sowieso immer. Aber egal. Manifestierung oder... Oh, ich werde mir das nie merken, ganz ehrlich. Ich mache mal Manifestierung. Wahrscheinlich wieder falsch. Zeigt mir eure wahre Gestalt. Ich bin bereit. Das will ich hoffen.
Denkt ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Was soll's? Mach ich's eben allein. Wie mach ich's eben allein? Reichweite, Red. Ja, ach nee. Ja, bloß nicht ausweichen. Ich bin immer noch hier. Ja, du sollst ja auch mal helfen, aber du willst ja offenbar nicht. Boah, ey. Wieso wechselt die danach immer? Die Leiche schießt gleich. Das weiß ich, danke. Das wollte ich eigentlich auch. Aufgepasst. Ich krieg das auch allein hin. Nee, du kriegst es nicht alleine hin, deswegen will ich ja wechseln. Aber ich weiß nicht, warum der das nicht macht. Vorsicht! Da oben ist auch noch einer. Oh, das ist so nervig, dass der genau in dem Moment, wenn man dann gedrückt hat, immer woanders ist. Ich glaube, der nimmt mich an aufs Korn. Und immer wenn man dann drückt zum Ausweichen, funktioniert es nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass wir vollkommen schutzlos sind? Ja, weil du ja nicht wechseln willst. Ausgewichen bin, bleibt er einfach da stehen. Das ist so geil. Also wenn ich drauf gedrückt habe zum Ausweichen, sagen wir es mal so. Alter! Es ist so nervig. Er auch. Augen auf. Es ist so lächerlich jedes Mal, wenn man auf Ausweichen klickt, macht der nichts. Ich weiß nicht, ob die Ausdauer irgendwie runtergehen kann oder was. Die Leiche zieht auf uns. Du wirst anvisiert, Red. Ja, wenn er sich bewegen würde, würde er es nicht. Der Typ ist immer noch da, oder? Wusste ich doch, dass der noch da ist. Ja, mit einem Geist nicht, aber ich darf ja nicht wechseln.
Wasser ist mächtiger geworden. Such dir einen anderen Gegner. Heiniger zuerst. So ein Brocken ist nicht einfach zu kauen. Der ist von einem Schild umgeben. Och, nee, nicht schon wieder. Nach vorne. Wo ist der nächste? Ich hasse diese Kämpfe. Warum tue ich mir das immer wieder an? Jetzt hat er doch kein Schild mehr, oder? Hier müsste eigentlich alles... Ja, wenn ich das richtig sehe, müsste alles durch sein. Darf auch nochmal was machen. Bereit für den Einsatz. Wir haben es geschafft. Macht der Hüt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich mache das nicht nur eine zweite Runde, aber so für eine Runde war es okay. Ich hasse diese Elite-Kämpfe, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum ich sie trotzdem immer wieder mache. Doch, ich weiß schon, warum ich sie immer wieder mache, weil ich dann doch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen danach geiere, dann meine Macht zu erhöhen. Das ist das Symbol für hier, ne? Genau. Ei. Geh mir erstmal aus dem Bereich raus, damit wir erstmal wieder aufatmen können. Puh. Ja. Ich werde aber trotzdem sagen, weil mir die Finger etwas arg wehtun gerade und damit die Folge nicht so lange geht, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge nachschauen, ob wir hoffentlich Fernando Millers Laden finden. Jetzt kriege ich ja auch noch Schluck auf wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.